In meiner Funktion als Direktor des Zentrum Modernes Griechenland freue ich mich sehr, Sie nach dieser himmlischen Musik zu feierlichen CEMOC Lecture 6 begrüßen zu dürfen. Das Zentrum, das vor 6 Jahren gegründet wurde, verdankt seinen bilateralen Brückenschlag zwischen Deutschland und Griechenland im Prozess der transnationalen europäischen Integration der großzügigen Unterstützung der Stavros Niarchos-Stiftung, die mit ihrer Förderung die Anlaufphase des Zentrums ermöglicht hat, und der nachhaltigen Unterstützungsbereitschaft des Präsidiums der Freien Universität Berlin und des Dekanats des Fachbereichs Philosophie und Geisteswissenschaften. Während dieser Zeit konnten wir uns in dreierlei Hinsicht auf die Bildung von Netzwerken, von bilateralen Netzwerken konzentrieren. Netzwerke von Forscherinnen und Forschern im Rahmen unserer Projekte, gefördert etwa von der Einstein-Stiftung Berlin und dem BMBF, Netzwerke von Leserinnen und Lesern, Autorinnen und Übersetzerinnen, die mit der Edition Romiosini kooperiert haben, deren Veröffentlichungen dank unserer hybriden Editionsstrategie auch zur kostenlosen Lektüre in den Sparten Belletristik, Sachbuch und Fachliteratur in unserer Online-Bibliothek angeboten werden. Und last but not least, vernetzte bilaterale Information, wie sie sich in unserem Langzeitpublikationsprojekt niederschlägt, dem vom Auswärtigen Amt geförderten zweisprachigen und frei zugänglichen Online-Kompendium der deutsch-griechischen Verflechtungen. Dessen Spannbreite reicht zeitlich vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis in die jüngste Vergangenheit, inhaltlich und thematisch, von politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen bis hin zu wissenschaftlichen und kulturellen Verflechtungen. Strukturiert werden diese Inhalte, beigetragen von einer Vielzahl wissenschaftlicher Fachdisziplinen, in enzyklopädischen Artikeln und in Essays zu Mikrogeschichten, Makrovorgängen und Metanarrativen der gemeinsamen bilateralen Geschichte. In unserer Auftaktkonferenz vor 3 Wochen hier in Berlin wurden etwa unerforschte Seiten der tiefgreifenden politischen, institutionellen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Wandlungsprozesse in den 3 Jahrzehnten unter der Herrschaft von König Otto während der sogenannten Bayernherrschaft in Griechenland beleuchtet. Dem dunkelsten Moment der bilateralen deutsch-griechischen Geschichte ist die diesjährige CEMOC Lecture gewidmet. Mit David Saltiel, seit 2001 Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Thessaloniki sowie seit 2010 des Zentralrats der Israeliten Griechenlands, konnten wir für die CEMOC Lecture 6 eine Persönlichkeit gewinnen, die für ihre Verdienste um die griechisch-jüdische Erinnerungskultur mit wichtigen internationalen Auszeichnungen wie dem Verdienstorden der Italienischen Republik, der Medaille der Ehrenlegion der Französischen Republik und dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde. Anlass für die heutige Lecture ist ein Meilenstein der jüdischen Erinnerungskultur in Griechenland: das geplante Holocaust-Museum in Thessaloniki, ein Projekt, das von der Hellenischen Republik, der Bundesrepublik Deutschland und der Stavros Niarchos-Stiftung mitfinanziert wird. Der Vortrag von Herrn Saltiel über die Juden Griechenlands schreibt sich jedoch auch ein in eine Reihe von Gedenkveranstaltungen der Berliner Neogrezistik und des Zentrum Modernes Griechenland als moralischer Imperativ der Erinnerung und der Scham. Ich denke etwa an unsere Kooperation in der Gedenkausstellung die Sephardisch-Jüdische Kultur Thessaloniki 70 Jahre nach den Deportationen, in der Konferenz Antisemitismus in Griechenland, in der Präsentation des Buches von Rosina Serpardo 548 Tage unter falscher Namen, beziehungsweise an die Übersetzungen und Publikationen in der Edition Romiosini der Bände Jüdische Orte in Thessaloniki, ein historischer Rundgang von Rena Molcho und Wilma Hastaoglu Martinidi und die Überlebenden Widerstand, Deportation, Rückkehr Juden aus Thessaloniki in den 40er Jahren von Rika Benveniste.
Erlauben Sie mir, als Nichtjuden aus Thessaloniki an dieser Stelle die Worte des ehemaligen Bürgermeisters der Stadt, Yannis Boutaris, zu wiederholen. Wenn es also für uns Nichtjuden aus Thessaloniki letztlich unmöglich ist, uns den Schmerz unserer Juden vorzustellen, so ist es doch vielleicht endlich der Augenblick gekommen, wo wir stammelnd hervorbringen können, dass es für unsere jüdischen Mitbürger unmöglich ist, sich unsere Scham vorzustellen. Die Stadt Thessaloniki hat viel zu spät damit begonnen, ihr Schweigen zu brechen und an die dunkelsten Momente unserer Geschichte zu erinnern. Heute aber kann die Stadt sagen, dass sie sich schämt für dieses schuldvolle Schweigen. Sie schämt sich für all die Kollaborateure unter ihren Einwohnern, die mit den Eroberern gemeinsame Sache gemacht haben. Für all die Nachbarn, die sich unzulässig Vermögen zugeeignet haben. Für alle, die diejenigen verraten haben, die zu entkommen suchten. Insbesondere schämt sie sich für die Behörden der Stadt, den Bürgermeister und den Generalverwalter, die einspruchslos gestatteten, dass die städtischen Arbeiter in einer einzigen Nacht 500 Jahre Geschichte auslösten und den größten jüdischen Friedhof Europas in ein Golgatha verwandelten. Sie schämt sich für den Leiter des Archäologischen Dienstes, der erstaunt war, als die jüdische Gemeinde sich 1946 darüber beschwerte, dass Grabsteine als Baumaterial für die Wiedereinrichtung der Kirche des heiligen Dimitrios verwendet wurden. Und sie schämt sich für die Rektoren, die nach dem Krieg den Universitätscampus neben und auf dem zerstörten Gräbern anlegten, ohne auch nur eine einzige Gedenktafel zu errichten. Es hat keinen Sinn, wenn wir uns heute für deren Taten entschuldigen. Verantwortung ist weder kollektiv, noch ist sie übertragbar. Dennoch müssen wir einräumen, dass alle Institutionen der Stadt nicht erst gestern aus der Taufe gehoben wurden. Sie haben eine Geschichte hinter sich, sind Träger der Erinnerung in einem Kontinuum der Zeit. Der Holocaust hat nicht nur die Vergangenheit der Stadt Thessaloniki entscheidend geprägt, sondern schlimmer noch, er hat ihr die Zukunft geraubt. Wer wollte bezweifeln, dass ein Thessaloniki als Heimat und Heimstadt einer blühenden kosmopolitischen jüdischen Gemeinde eine andere Stadt wäre? Lieber Herr Saltiel, lieber Nachbar an der Dimitriou-Gounadi-Straße in Thessaloniki, ich bedanke mich herzlich im Namen aller Freundinnen und Freunde vom CEMUG, dass Sie in Ihren vollen Kalender auch diese Lecture aufnehmen konnten. An das Podium bitte ich aber zuerst den Botschafter der Hellenischen Republik, seine Exzellenz Herrn Theodoros Daskarolis, für sein Großwort.